Ich sag das mal so, wie es ist. Ich mach das, weil ich das machen möchte. Kohle verdienen kannst du mit ganz anderen Dingen. Das kannst du nur machen, wenn du total geistgestört bist. Sonst schaffst du das nicht. Mein Name ist Andreas Schulz. Und wir sind hier in Kleve am unteren Niederrhein. Hier haben wir mal vor 30 Jahren angefangen, den Blödsinn mit den Autos zu starten. Das Ergebnis ist, dass sich das irgendwann im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt hat und dass wir das große Glück hatten, wahrscheinlich dann aufs richtige Produkt gesetzt zu haben, um dann dementsprechend auch so viele Fahrzeuge und Dinge anzuschaffen, damit die Kundschaft auch den Weg nach Kleve sucht. Da haben wir die Jungs dabei, so wie ihr, die sagen, der Papa hatte so ein Auto, der Opa hatte so ein Auto, wie auch immer, die dann vor 40, 50 Jahren für 1000 Mark gekauft haben, wir wollen auch so ein Auto, weil die in irgendeiner Familienchronik das erkannt. Oder die haben halt einfach ein bisschen Benzin im Blut. Und mit diesen Voraussetzungen landet man dann auch in so einem Betrieb wie hier in Kleve, bei uns. Für den Außenstehenden macht das nicht den Eindruck, aber wir sind in einem ständigen Wandel. Weil die Ansprüche an uns sind derart brutal, haben sich in den letzten fünf bis zehn Jahren derart brutal verändert. Und jetzt durch Corona hat sich noch mal fast eine ganze Dekade angeschlossen, dass wir eigentlich fast jeden Tag überlegen müssen, wie erreichen wir die Kunden, welche Medien benutzen wir, wer kommt wohin. Ich bin die letzte Lusche. Ich mache das, weil ich das machen möchte und nichts anderes. Ich bin gelernter Koch, das ist eine ganz andere Schiene. Aber die Autogeschichte, losgelöst von all dem Schwachsinn, kannst du nur machen, wenn du total geistgestört bist. Sonst schaffst du das nicht. Die konsequente Fokussierung auf eine besondere Nische, der Aufbau eines Teams hochspezialisierter Mitarbeiter und die kontinuierliche Anpassung an neue Umstände, gepaart mit der erforderlichen unternehmerischen Verrücktheit. Deshalb erhält der Unternehmer Andreas Schulz von der Turmgarage den Unternehmerpreis Niederrhein 2022.